Es gibt eine Art von Aktien, die nach Jahren des Schattendaseins am deutschen Aktienmarkt jetzt umso heftiger wiederentdeckt werden, umso stärker performen. Und zwar geht es um die Aktien von Börsenmaklern. Und die haben oft zudem eine ganz illustre Historie aufzuweisen. Und in diesem Video schaue ich mir speziell eine Aktie an, die beim letzten Börsenboom vor mehr als 2 Jahrzehnten bis auf 100 Euro gestiegen ist, aktuell aber nur noch bei 5 Euro notiert. In dem Video geht es jetzt um die Frage, kann dieses Unternehmen diese Aktie vielleicht an alte, glorreiche Zeiten anknüpfen? Gleich geht's los. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Runde hier auf meinem Aktienkanal. Und wir haben ein spannendes Thema heute, nämlich Direktbanken und Brokeraktien. Die profitieren nämlich direkt davon, dass die deutschen Anleger in Scharen wieder an die Börse zurückkehren, und zwar ausgerechnet seit dem Lockdown, ja, im Frühjahr und jetzt auch im Zuge dieses neuerlichen Teil-Lockdowns. Da steigt nämlich die Handelsaktivität an den Börsen massiv, egal ob Baader, Wall Street Online, Sino, Lang und Schwarz oder auch die dünner gehandelte MWB Fairtrade aus München. Alle diese Aktien performen im Moment wirklich exzellent. Alle, nein, nur eine Aktie nicht, und zwar ausgerechnet die größte und wichtigste Aktie, nämlich die der im DAX notierten Deutschen Börse AG. Die performt nicht. Warum nicht und was das mit Tradegate zu tun hat, darum geht es am Samstag im Aktienreport. Klickt einfach auf den www.aktien-report.de Link unten und ihr bekommt diesen spannenden Report dann am Samstag kostenlos in eure Mailbox. An dieser Stelle geht es aber heute jetzt um eine Aktie, die für mich auch ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit bedeutet, zurück an die Anfangstage oder in die Anfangstage an der Börse, nämlich um das Maklerhaus Ballmeier und Schulz, das im Jahr 1997 einen sensationellen Aufstieg vollzogen hat. Die Aktie ging damals von 120 Mark auf 16.000 Mark in der Spitze nach oben innerhalb kürzester Zeit. Und es gab noch eine zweite Aktie, die hieß damals Berliner Freiverkehr. Da passiert was Ähnliches 1997, von 100 Mark auf 4.000 Mark katapultiert. Das hatte dann zur Folge, dass viele Anleger Brokeraktien in der Folge quasi als Lizenz zum Gelddrucken betrachtet haben. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an Aktien wie Concorde-Effekten, Deutsche Balaton, Goldsack, Kling, Jelko und Dr. Demel oder auch die New York Broker, die wohl eher zu den etwas zwielichtigeren Vertretern gehört haben in dem Bereich. All diese Titel wurden damals zu richtig heißen Spekulationsobjekten, meist ungerechtfertigterweise im Nachhinein betrachtet. Und es war ja damals einfach so, dass wir uns 97, 98 am Beginn der wohl verrücktesten Aktienmarkt-Rallye aller Zeiten befanden, weil quasi ganz Deutschland mit Aktien gezockt hat, haben diese Broker temporär extrem viel Geld verdient. Spekulationsblase am neuen Markt hat sich immer weiter aufgeblasen. Und Analysten und Experten machten damals eben den Fehler, dass sie quasi die aktuellen Maklerergebnisse einfach auf die kommenden Jahre hochrechneten. Das heißt, sie gingen einfach davon aus, dass die damalige Super-Hoss quasi ewig so weitergehen würde, was natürlich absolut nicht realistisch war. Und nicht umsonst gibt es den alten Spruch, Makleraktien leben von der Hoss und sterben in der Bess. Die stammt wohl laut einem alten Zeitartikel vom Stuttgarter Finanzexperten Gerald Cäsar. Ich habe damals Ende der 90er Jahre auch Bücher über Wertpapieranalyse verfasst. Ich habe den gesucht, im Internet aber nicht gefunden. Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei diesem Instagram-Account um Gerald Cäsar handelt, den ihr hier seht. Immerhin gibt es aber dann für diesen Gerald Cäsar jetzt ein bisschen kostenlose Publicity von mir hier auf dem Aktienkanal. Es war aber tatsächlich eben so, dass viele Aktien noch 4 Jahre nach dem Crash im Jahr 1987 zum Beispiel rote Zahlen geschrieben haben. Das heißt, Makleraktien konnten früher nicht annähernd die Hoffnungen erfüllen, die Anleger in sie während der Bestphasen gesetzt hatten. Interessanterweise führt diese Geschichte von Ballmeier und Schulz direkt zurück in die Jetztzeit. Denn 1996 im Frühjahr beteiligte sich Uto Baader an dieser Ballmeier und Schulz AG, die selber seit 1994 börsennotiert war, und brachte seine eigene Firma, nämlich die Gesellschaft Baader Wertpapier AG, dann quasi in diese Ballmeier und Schulz AG ein und an die Börse. Und hier seht ihr mal den 10-Jahres-Chart der Aktie, und der bestätigt im Prinzip das, was ich gerade vorhin beschrieben habe. Das Maklergeschäft ist einfach unter normalen Umständen nicht bzw. nicht sonderlich lukrativ oder nicht mehr sonderlich lukrativ.
Die Aktie sah sogar Anfang des Jahres eher aus wie ein Insolvenzkandidat, muss man ehrlicherweise sagen. Und erst die paradoxerweise, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie entfachte Börsenbegeisterung der Deutschen hat dann für diese dramatische Wiederbelebung des Geschäfts gesorgt und Bader aus dieser Vergessenheit herauskatapultiert quasi. Und was für ein schlechtes Investment Bader in den letzten Jahren bis Jahrzehnten war, das zeigt dieser Ultra-Langfrist-Chart, den ich in den Welten des Internets gefunden habe, genauer gesagt bei aktiencheck.de. Wenn ihr euch das mal anschaut, das ist der Monatschart seit der ersten Notiz unter dem Namen Ballmeier und Schulz, eben damals 1994. Und die damalige Kursexplosion 1997 erkennt ihr noch ganz links im Chart. Die Hochs damals bei über 100 Euro, nicht bei 16.000 Mark, wie ich vorher gesagt habe. Das liegt aber daran, dass ja inzwischen der Euro eingeführt worden ist und es eben dazwischen auch viele Kapitalmaßnahmen gab, die den Kurs quasi nach unten gebracht haben. Alles unter dem Strich nicht zugunsten der Aktionäre. Wie gesagt, die Aktie notiert immer noch bei rund 5 Euro, beim Bruchteil der damaligen Hochs und nur in etwa doppelt so hoch wie damals bei der ersten Notiz vor 26 Jahren. Aber zurück ins Jahr 2020, was man eben auf jeden Fall sagen muss, ist, dass sich bei Bader inzwischen schon einiges verändert hat und zwar zum Positiven. Inzwischen ist da Nico Bader in der Verantwortung, der seit Frühjahr 2015, das ist der Sohn von Uto Bader, der damals diese Ballmeier und Schulz übernommen hatte. Und der stellt die Bader Bank jetzt breiter auf. Natürlich profitiert man von den extremen Anstiegen im Maklergeschäft und bei der guten Entwicklung bei den Kapitalmarkttransaktionen. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also Maklergeschäft ist einfach das, was man sich klassisch unter dem so vorstellt, was Börsenmakler eigentlich so machen. Das heißt, man agiert quasi als Marktmacher bei einzelnen Aktien, stellt also Kurse für diese Aktien, sorgt dafür, dass Angebot und Nachfrage vorhanden sind und verdient dann an der Preisspanne, die dazwischen zwischen dem Angebots- und dem Nachfragepreis. Bid-Ask nennt sich das. Und je mehr Transaktionen damit der Aktie zustande kommen, also je mehr Handelsumsätze es gibt, umso mehr verdient man als Makler. Und interessant ist hier übrigens auch, dass Bader laut Aussage von Nico Bader vor allem von Retail-Kunden profitiert. Das sind wir, die Retail-Kunden, die kleinen Fische, die Privatanleger. Und hier speziell von den Umsätzen bei ausländischen Aktien wie Tesla, Amazon, Apple, Nelasa, Zoom und so weiter. Das ist eben aber grundsätzlich schon ein Geschäft, das extrem zyklisch ist und eben vom Börsenboom abhängig ist, wie gerade eben beschrieben. Zusätzlich dann diese Investment-Banking-Tätigkeit, was ich gerade mit Kapitalmarkttransaktionen gemeint habe. Das heißt, man ist einerseits auch Analystenhaus und begleitet andererseits zum Beispiel Firmen bei Kapitalerhöhungen und erhält dabei dann gewisse Provision. Je größer die Kapitalerhöhung, umso höher die Provision. Das kann ein lukratives Geschäft sein, aber natürlich auch hier bis zu einem gewissen Grad eine hohe Kapitalmarktabhängigkeit. Wenn alle Anleger Angst haben und vorsichtig sind oder wenn es eine dauerhafte wirtschaftliche Depression gibt, ja, ist es für die Firmen natürlich schwieriger, Kapitalerhöhungen zu platzieren. Also gibt es weniger Kapitalerhöhungen und entsprechend verdient Bader dann auch weniger. Und zudem ist es eben so, dass man Investmentbanken auch nachsagt, nicht immer nur das Wohl ihrer Aktionäre im Auge zu haben, sondern eben einen großen Teil der Gewinne über Boni wieder an die Banker selber, an die Investmentbanker selber auszuschütten, beziehungsweise diese mit besonders lukrativen Verträgen auszustatten, auch um eben die besten Talente zu sich zu ziehen. Wobei Bader hier über 60% der Aktien in Familienbesitz hat. Das heißt, insofern könnten hier die Interessen von Großaktionären und von uns als freien Aktionären durchaus in die gleiche Richtung gehen. Aber es gibt eben zusätzlich noch eine weitere interessante Entwicklung bei Bader, und zwar hat man eine weitere Einnahmequelle erschlossen, bei der man als Dienstleister für sogenannte Neo-Broker agiert. Das sind die neuen Broker, die mit extrem niedrigen Handelsgebühren werben. Bekanntesten ist wohl Trade Republic inzwischen, aber es gibt eben auch den Gratis-Broker und den Smart-Broker und seit Sommer auch noch einen Neo-Broker von Scalable Capital. Und Bader agiert sowohl bei Scalable als auch für diesen Gratis-Broker aus München als Konto- und Depotbank. Und der Hintergrund ist sehr ganz einfach, dass Bader im Gegensatz zu diesen ganzen Brokern eine Banklizenz hat und nur eine Bank kann eben solche Konto- und Depotdienstleistungen anbieten. Das ist spannend, weil Bader hat hier so Skaleneffekte, denn die Fixkosten für eine Bank sind beträchtlich, aber je mehr Kunden Gratis, Broker und Co. haben, umso höher sind auch die Einnahmen bei Bader und umso weniger fallen die Kosten für die Banklizenz und Ähnliches ins Gewicht. Und dann ist Bader auch noch beim Windpark in Kroatien beteiligt seit ein paar Jahren. Den wollten wir ursprünglich wieder verkaufen, ist dann aber dabei geblieben, weil alternative Energien ja weiter boomen. Das erinnert mich an die 3U-Holding, da lief das so ähnlich. Die wollten auch ihren Windpark abstoßen, haben wir jetzt aber doch behalten. Aber wie sieht es konkret aus mit der Bewertung bei Bader?
Für 2020 werden jetzt Umsatzerlöse von rund 180 Millionen Euro erwartet. Das war eine Steigerung von 75% gegenüber dem Vorjahr und ein Jahresüberschuss von sage und schreibe 30 Millionen Euro. Entsprechend 0,66 Euro je Aktie, rechnet sich ein Kurs oder KGV von 7,6 beim aktuellen Kurs. Aber man kann das eben nicht auf die kommenden Jahre hochrechnen. Nichtsdestotrotz hält der Börsenboom an, dürften auch Makleraktien und die Baderaktien weiter steigen. Spannend auch die Dividendenthematik. Bader wird für 2020 erstmals seit 5 Jahren eine Dividende ausschütten. Die Schätzungen reichen von 0,10 Euro momentan bis 0,40 Euro. 0,40 wären, also je Aktie, 0,40 wären immerhin 8% Dividendenrendite beim aktuellen Kurs. Das wäre sehr, sehr attraktiv. Aber dass es da so unterschiedliche Schätzungen gibt, das hängt wiederum auch daran, dass Bader eben eine Bank ist. Und Banken werden seit der Finanzkrise noch viel strenger reguliert als vorher von der EZB, von der BaFin. Und die Frage ist hier, wie viel der Gewinne, die Bader jetzt erzielt, dieser üppigen Gewinne, muss man thesaurieren, also quasi als Rücklagen in die Bilanz einstellen für schlechte Zeiten. Und da kommt dann eben wieder die Historie zum Tragen und die grundsätzliche Thematik, dass das Geschäftsmodell an sich eben nicht besonders attraktiv ist, wobei es auch keine Kapitalerhöhung geben soll, laut Nico Bader, weil man im Moment quasi in Liquidität schwimmen würde. Was also tun mit der Aktie? Wir befinden uns halt jetzt spannenderweise exakt an dieser Stelle, die ich vorher beschrieben habe und die es im Prinzip Ende der 90er Jahre auch schon gab. Wie weit können wir diese außerordentlich starke Gewinnentwicklung bei Bader und auch bei Lang & Schwarz zum Beispiel in den letzten Monaten in die Zukunft fortschreiben. Es ist absolut nicht auszuschließen, dass wir jetzt wieder einen ähnlichen Hype erleben wie damals bei Ballmeier und Schulz. Und das macht eben diese Aktie so interessant, wenn die Börsenhaus weiter anhalten sollte und wir ähnliche Zustände wie damals am neuen Markt bekommen sollten, dann kann sich die Bader-Aktie in der Tat noch vervielfachen auf Sicht von, ja, ich sag mal, 1, 2, 3 Jahren. Das kann aber eben genauso gut passieren, dass es mit der Börsenbegeisterung der Deutschen jetzt nach hoffentlich bald ausgestandene Corona-Pandemie schnell wieder vorbei sein wird, so schnell wie es angefangen hat, was ich natürlich nicht hoffe. Aber in jedem Fall sollte sich halt jeder, der in solche Aktien investiert, darüber im Klaren sein, dass es sich hier im Prinzip um eigentlich nicht besonders attraktive Geschäftsmodelle für Anleger handelt. Das heißt, wer investiert, sollte nicht vergessen, dann auch Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es auch extrem schnell in die andere Richtung gehen kann, wenn die Hoss in der Euphorie stirbt und zur Bess wird, wenn man es mal dramatisch formulieren möchte. Übrigens von diesen ganzen Makleraktien, die ich oben genannt habe, hat es das Schicksal mit einem Unternehmen noch relativ am besten gemeint, nämlich mit der Berliner Freiverkehr. Und aus der ging interessanterweise die heutige Tradegate AG hervor, WKN 521690, Kürzel T2G, die nun immer mehr der deutschen Börse Konkurrenz macht. Was aber wiederum auch nur eingeschränkter Fall ist, weil sich eben diese deutsche Börse mit knapp 20% an Tradegate beteiligt hat. Und der Langfristchart von Tradegate sieht entsprechend viel, viel besser aus. Und genau deswegen würde ich diese beiden Aktien jetzt auch schwerpunktmäßig im Aktienreport am Samstag besprechen. Lohnt sich also in jedem Fall da mal reinzuschauen. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken www.aktien-report.de und ihr haltet den Report am Samstag kostenlos in eure Mailbox. Soviel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich bin Armin Brack. Macht's gut. Gute Trades euch bis dahin. Ciao.